Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 14 Ultimate Team. Diesmal spielen wir wieder mal eine Runde Online-Season wie immer. Letztes Spiel verloren gegen eine Silbermannschaft. Lächerlich, aber egal. Was ich gleich mal am Anfang sage ist, dass wenn ihr gegen mich spielen wollt, und das wollen anscheinend sehr viele, ich könnte ja vielleicht ganz kurz sogar mal meine Freundesliste zeigen. So, das sind meine Freunde und hier sind meine Freundschaftsanfragen, ja? Das sind alles meine Freundschaftsanfragen, ja, das ist ein bisschen sehr heftig. Wenn ihr wirklich gegen mich spielen wollt, dann bitte schreibt mir am besten, was ich mir gerade so überlegt habe, schreibt mir eine Nachricht hier bei PSN, mein Name ist hier Virus1402, schreibt mir da eine Nachricht mit dem Betreff Abonnent oder irgendwas ähnliches wie Abonnent oder Abo oder irgendwas, von mir ist auch Subscriber. Und dann schickt mir eine Freundschaftsanfrage und dann nehme ich euch gegebenenfalls sogar an, aber auch nur, wenn ihr wirklich auch mal gegen mich spielen wollt. Da könnt ihr nämlich auch wieder mal so ein bisschen mehr gegen Abonnenten spielen, beziehungsweise auch aufnehmen, wenn ich mal gegen Abonnenten spiele. Und das fände ich auf jeden Fall gut. So. Ich nehme Müller übrigens mal wieder raus, der ist mir wirklich ein bisschen zu langsam. Mal gucken, ob ich da irgendwann... Ach nee. Ich weiß nicht, ob ich Müller vielleicht verkaufen werde. Ich weiß nicht, außen brauche ich halt Pace ein bisschen mehr. Und das ist das Problem. So, wenn ich noch ein Pack ist mal wieder Mandzukic. Der war auch nicht immer so schlecht. Das können wir so lassen. Go. Schlechte Latenz, gehe ich gleich raus. Also alles unter drei Balken, ohne Schwankungen ist akzeptabel. Ein schönes Wappen. UCD Dublin. Ne, braucht mir zu lange. Tut mir leid. Zack, zack. Mal gucken. Na? So, geht doch. So, los. Los geht's in der Felddienst-Arena, die er hat. Mein Gegner hier hat keinen Manager. Sieht auch interessant aus. Ach du Scheiße. Inform, so. Ist nicht schlecht. Cavani im Sturm. Ach. Und Diego Costa, Mittelsturm, ja. Außen Lukas und David Villa, warum nicht? Miranda hat einen Innenverteidiger auch noch. Ja. Auch sehr schön. Ach du Scheiße. Das kann ein schwieriges Spiel werden, ey. Der hat richtig gute Spieler. Aber richtig gute. Gut. Los geht's. Aber ich habe auch schon gegen ganz starke Mannschaften gewonnen. Ja, aber das letzte Mal in FIFA 13 eigentlich, was ich mich noch dran erinnern kann, da hatte mein Gegner mal, also ein Gegner hatte da mal so eine krasse Mannschaft einfach, die bestand eigentlich fast nur auf Team of the Year Spielern und den hatte ich dann besiegt. Also das Informs und Team of the Year Spielern. Für solche Mannschaften habe ich schon gespielt, das war eindeutig abseits und auch teilweise gewonnen und dann verliere ich gegen die lächerlichsten Silbermannschaften, ja, also manchmal so, ne. Ja, wir haben es jetzt gesehen. Drück auf Weiter. Was macht der denn da? Lol. Also sowas würde ich mich ja gar nicht mehr trauen. Ah, verdammt. Kommt nicht weit genug. Er läuft vorbei. Alter, er lässt Cavani durch. So ein ganz typischer Boateng, ne? Ich glaube, das ist eher ein Stats von Cavani, dass er da durchgelassen wurde. Und nicht an der Schwäche vom Board hängen. Verdammt, Alter, 7. Minute. 6. Minute sogar. Noch besser. Na, durchpacen vielleicht. Ach Gott, was für eine Scheißflanke von Elia. David Villa. Dieser Cavani kann sich durchsetzen in der Mitte. Kommt, nein, der Pass war nicht gut genug. Der Pass war nicht gut genug. Er war zu weit. Der Pass war einfach zu weit. Scheiße, es hätte eine richtig gute Möglichkeit werden können. Der Pace dadurch. Der flankt der Pace dadurch und dann ist er drin. Der Typ gehört nicht in die 6. Liga, der gehört in die 1. oder 2.
Da sieht man ganz deutlich, wie er sich durchsetzen kann. Fuck. Na, will er auch mal da außen losrennen eigentlich oder irgend sowas? Mann. Nein, er konnte ihm den Ball nicht abnehmen. Ach, Quatsch. Als ob er da durchkommt, ey. Annehmen und Miranda. Sehr schön gemacht. Mandzukic kann nicht ordentlich schießen. Und Mkhitaryan kriegt ihn nicht rein. Da war ich gerade ein bisschen überrascht, dass ich den Ball nochmal vor die Füße bekommen habe. Ich hätte gleich schießen müssen. Ja, ich habe es nicht gemerkt. Beziehungsweise zu spät gemerkt. Komm. Nein! Das kann nicht sein, Mann. Sehr schön von Gustavo. Mandzukic kommt durch. Er kann sich durchsetzen da. Na, verdammt, die Flanke war nicht gut. David Villa. Ach, Mann, Ala, bitte. Danke. Ich finde übrigens auch sehr schön, dass bei FIFA 14 endlich mal der Torwart noch richtig schnell aufsteht. Ich kann mich noch so gut dran erinnern, dass der Torwart einfach so lange gebraucht hat, bis er wieder aufgestanden ist bei FIFA 13, ja? Das war unfassbar. Ach Gott, Mandzukic. Ja, die Flanke war auch viel zu schlecht von Ilija, ey. Gibt's nicht mal irgendwelche pacigen Außenleute, die auch gut flanken können? In der Bundesliga natürlich bevorzugt. Allgemein könnt ihr von mir aus auch mal Spieler wünschen, die Kommentare schreiben. Wenn ihr dazu Lust habt. Ach Gott, wie er den Ball geschenkt bekommt, andauernd. Nee. Ach verdammt, da habe ich jetzt... Nee, okay. Luis Gustavo. Abseits, oder? Ja, wäre sowieso abseits gewesen, glaube ich. Jansen hat den Ball. Elia. Flugkopfball, verdammt. Und Torwart? Komm, jetzt mach. Was macht er denn da? Ja. Der bekommt ihn sogar noch, ey. Das ist... Oh, Cavani, ey. Krass. Nein. Ach, Gustavo. Elia, komm. Zieh durch. Du bist schnell genug. Das weiß ich. Ah, Mandzukic. Flanke ich schon so oft rein und... Er kriegt trotzdem keinen Kopfball zustande. Nein, wohin, Mann? Wohin spielt er denn? Verdammt. Alter, Cavani behauptet den Ball. Das ist... Adler. 2-0 Rückstand, ey. Like mich auf Facebook. Mir ist gerade eingefallen, ich hatte mal so ein... Ich glaube gestern oder so, hatte ich so ein schönes Bild gepostet. Ein Bild, das mit FIFA zu tun hat. Ihr könnt es euch ja mal gerne anschauen. Alter. Und so ein Foul von mir natürlich. Da zeige ich, dass ich in FIFA gar nicht so schlecht bin. Das Foto stammt übrigens aus der Liga 6. Ich frage jetzt nicht, was es ist, damit ihr auch schön alle auf meine Facebook-Seite geht. Steht erstens in der Beschreibung, zweitens auf meinem Kanal. Alter, wie unfassbar ist das denn bitte, dass er den Ball da wieder vor die Füße bekommt? Ach Gott, ey.
Nee, nee, er kommt nicht an. Er rennt aber nicht weiter. Mann. Ach Mann, 2-0 zur Halbzeit. Ich hätte noch den Anschlusstreffer machen können, ne? Guckt euch die Statistiken an, ja, das ist. Zum Heulen ist das, ja? Das ist zum Heulen. Och, er hat viel zu krasse Spieler, ey. Geld regiert die Welt. Kommt da nicht. Ja, hast du noch? Hat er noch? Ja, Eckball, Mann. Eckball. Pischek. Oh Mann, dieser Keeper, er hält auch alles, ja? Er hält auch alles. Typischer OP-Keeper. Na, Mann, so geht es zu weit gelaufen. Wollte ich einen Fallrückzieher probieren. Aber er ist zu weit gelaufen. Hermann vielleicht. Die Flanken kommen alle nicht an. Mandzukic fällt im Strafraum, ist Elfmeter geben, gibt Elfmeter. Schön. David Villa war's, glaube ich eher nicht, aber doch war er. Lol. Oh, schön. Beim Schuss behindert. Mandzukic schießt, ja. Den lasse ich hier auch schießen. Sehr schön drin. Guter Anschlusstreffer in der 55. Minute. Mario Mandzukic. Per Elfmeter getroffen. Diego Costa, ey. Alter. Da ist er wieder durchgekommen, ja? Ist er wieder durchgekommen. Oh, er kann sich nicht durchsetzen. Schade. Jetzt hätte ich da freie Bahn gehabt. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen optimistischer. Mkhitaryan. Schieß. Nein, dieser Keeper. Piszczek. Na, Alter, der Keeper hält. Er hält. Er hält und hält. Cavani, Alter. Ne. Ne. Der kommt hier nicht vorbei. Der kommt hier nicht. Er kommt vorbei. Adler hat ihn. Es ist der Cavani, ey Gott. Nicht vom Ball zu trennen. Ist da, glaube ich, der richtige Satz. Komm, mach jetzt. David, oh. Das war eine gute Position für Villa. Mkhitaryan. Oh. Na? Mandzukic. Nein! Ilija gelegt. Ah, gibt nicht mal Freistoß. Wird nicht mal faul gepfiffen, ey. So, Concentration. Ah, willst du rennen, Jansen? Ah, scheiße, die Flanke war viel zu früh, glaube ich. Oh, Mandzukic, Alter. Er macht auch die Kopfbälle, aber sie kommen nicht an. Also sie kommen nicht im Tor an. Nein! Gott, Mandzukic. Warum macht er nicht einfach die Tore? Diesen Cavani darf ich auch nicht den Ball irgendwie überlassen. Keine Sekunde.
da, wo... Möchte einer lossprinten? Elia wird gestoppt. Schon im Anlauf. Oh Gott, dass er den Ball durchbekommt, ey. Ein Lacker. Oh Gott, nein! Felipe Santana passt auf. Alter. Ne. 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 Gibt zwar Ecke, aber... er bekommt die Flanke nicht durch. Ja, Mann. Nein, der Pass kommt nicht an. Verarsch mich doch nicht, das kann nicht wahr sein. Elia. Elia, läuft bitte einer, irgendeiner in der Mitte mit. Nee, es geht nicht, es geht nicht. Boah, faul. Aber richtig. Aber richtig. Richtig schönes Foul war das. Mkhitaryan. Nein, dieser Keeper. Ah, guckt euch das an, wie schön es einfach war. Und der Keeper hält schon wieder. So scheiße können doch meine Schüsse gar nicht alle sein. Ja, er holt den Keeper im richtigen Moment raus. Das macht er. Er hat den Ball sogar noch. Er hat ihn sogar noch. Er hat ihn sogar noch mit Lukas, ey. Die Pace-Hure schlechthin. Hermann nimmt ihn ab. Hermann nimmt ihn ab. Die andere Pace-Hure schlechthin. Lauf weiter. Komm. Nein! Mandzukic kann ihn nicht platzieren. Nein, es hätte doch schon längst der Ausgleich sein müssen. Schon vor Jahrzehnten. Nein, Alter. Ich hätte schon 10-mal den Ausgleich machen müssen, ja. Das ist schon wieder dieselbe absolute Lächerlichkeit einfach. Elia? Nein, 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 nein. Nein! Es kann nicht sein! Es kann nicht sein! Es kann nicht sein! Es kann nicht sein! Oh Leute, Alter! Es kann nicht sein! Es kann nicht wahr sein! Alter! Wie, er spielt den... Er macht's nicht. Oh Gott. Bitte, gib mir noch eine einzige Chance. Eine einzige. Oder er macht's halt. Es ist... Ey, sorry, Leute. Das ist absolute Lächerlichkeit hoch 10. Ne? Das ist... In so Momenten habe ich schon wieder... Ich verliere jede Lust auf FIFA, ja? Das ist... Nee, sorry, das ist einfach... Das ist einfach zu krass für mich. Das ist... Nee, das ist... Alter... Das ist... Das ist zu krass. Guckt es euch auf Facebook an. Das ist zu krass einfach, ja? Das ist... Sirigut 10,0, der Keeper, ja? Das ist... Es ist die grenzenloseste Lächerlichkeit der Welt. Es ist einfach so unfassbar. So unfassbar einfach. Vor allem, da sind nicht mal, hier in der Spielinfo sind wahrscheinlich nicht mal die Kopfbälle mit eingerechnet. Da sind nicht mal die Kopfbälle mit eingerechnet. Vor denen die auch eine Million hatte, mit Mandzukic, also. Zwei Spiele noch, einen Punkt muss ich noch holen, um nicht abzusteigen. Ich werde es schaffen. Gut, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.